Vitalina, 10 Jahre, behauptet, ich laufe mehr Runden im Hamsterrad, während ich mich in der Waagerechten befinde, als der österreichische Turner Fabian Leimlehner. Vitalina und Fabian müssen so viele Runden wie möglich in einem Hamsterrad drehen, während sie sich in der Waagerechten an einem Griff festhalten und mit den Füßen an der Wand entlang laufen. Es werden nur die Runden gezählt, bei denen nicht der Boden berührt wird. Wer mehr ganze Runden schafft, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand hätte Vitalina verloren, da sie die Herausforderin ist und sagt, sie schafft mehr als Fabian. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Vitalina geht in Ausgangsposition und es geht los! Und was hier spielerisch schon leicht aussieht, ist mit höchster Anstrengung verbunden. Den Körper festmachen. Kurz Luft holen. Und es sind noch 30 Sekunden, Vitalina. Und natürlich wird es immer schwieriger. Die Kraft lässt nach, die Körperspannung wird weniger. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Ich glaube, keiner hatte so eine rechte Vorstellung, mit was für einem Tempo, was für einem Speed du da durchgehst. Ja, bist jetzt ein bisschen außer Atem? Ja. Das darfst du auch sein. Zu Recht, zu Recht. Wir sehen, guck mal hier nochmal. Zeitlupe. Und schon in der Zeitlupe sieht es wahnsinnig schnell aus. Also das waren 10 Runden, die du da komplett in unserem Hamsterrad gelaufen bist. Ja, großen Applaus für Vitalina. So, Fabian, du sagst uns, wenn du bereit bist. Ich denke schon, dass ich bereit bin. Gut, dann auch für dich. Zeit läuft, wenn du über die Linie drüber gehst. Auf los geht's, los! Ja, Fabian startet etwas langsamer. Hat vielleicht eben auch damit zu tun, dass er sich eine andere Taktik überlegt hat. Vielleicht versucht er, die Minute zu schaffen, ohne abzusetzen. Oder eben dann am Ende noch ein bisschen zuzulegen. Aber jetzt muss er auch kämpfen. Ah, da ist er mal wohl entschieden. Oh, er schafft es wirklich, oben zu bleiben, oder? Fabian, noch 5 Sekunden. Und da ist die Zeit um. Wow, Wahnsinn. Unglaublich. Ja? Der ist auch richtig außer Atem. Fabian, unglaublich, wenn du es jetzt noch schaffst, die Tür selber aufzumachen. Ja? So, nicht. Bitteschön. Also, erstmal Shake Hands hier zwischen den... Ja? Vitalina. Wir sehen hier gerade noch mal die Bilder. Du hast offensichtlich eben eine andere Taktik gewählt. Du hast ja nicht gesehen, was Vitalina gemacht hat. Sie hat versucht, mit maximaler Geschwindigkeit loszugehen. Du hattest dir offensichtlich vorgenommen, nicht abzusetzen während der Minute. Ja, wäre der Plan gewesen. Wir schauen aufs Ergebnis. Fabian, du hattest 14 Umrundungen, Vitalina 10. Und damit gewinnt Fabian Leimlehner das Hamsterrad-Duell. Respekt. So, das ist für dich. Halt mal fest, das ist schwer, das Ding. Pass auf. Wow, dein Hoverboard. Viel Spaß damit.